أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Wir fangen inshallah mit der Geschichte von Ismail alayhi salam. Wir haben angefangen, die Geschichte der Propheten mit Allahs Erlaubnis zu erklären. Und wir haben angefangen mit Adam alayhi salam. Adam ist der erste Prophet für uns Muslime. Der zweite Prophet ist Idris alayhi salam. Und wir haben gesagt, Idris alayhi salam war ein rechtschaffener Diener. Er hat Allah Lob gepriesen, er war Schneider und bei jedem Naht hat er Allah Lob gepriesen und Allah hat ihn dafür zu sich erhoben. Danach haben wir die Geschichte von Nuh alayhi salam behandelt und sein Volk war Götzendiener und Allah hat das ganze Volk vernichtet. Sogar sein Sohn wurde auch mit vernichtet, weil er auch Kafir war und seine Frau auch. Danach haben wir die Geschichte von Hud alayhi salam behandelt. Danach haben wir die Geschichte von Salih alayhi salam behandelt und die Geschichte von Ibrahim alayhi salam. Dann die Geschichte von Lut, also das Volk von Lut waren Schwule, Homosexuellen. Und Allah hat das ganze Volk vernichtet. Letzte Woche haben wir die Geschichte von Shu'aib alayhi salam behandelt. Shu'aib war ein guter Redner. Der war begabt mit dem Vortragen, also mit dem Predigen. Er war ein weiser Mensch und er war gleichzeitig auch fast blind. Und er hat sein Volk zum Islam aufgerufen, eingeladen. Sein Volk hat ihn gespottet. Sie wollten ihn ausweisen, also das heißt aus seiner Stadt vertreiben, weil sein Volk Gangster im wahrsten Sinne des Wortes waren. Also sie haben Menschen beraubt, Menschen betrogen und mit Zinsen gearbeitet und Allah hat das ganze Volk auch vernichtet. Jetzt kommen wir zu der Geschichte von Ismail a.s. Ismail a.s. ist der Sohn von Ibrahim a.s. Also Ibrahim a.s. hat zwei Söhne gehabt, Ishak und Ismail. Ismail ist der erste Sohn und der älteste Sohn von Ibrahim a.s. Ishak stammt von Sarah, seine Mutter hieß Sarah, und Ismail a.s., seine Mutter war Hajar. Der Prophet Isa a.s., Jesus und Moses stammen von Ishak. Und der Prophet Muhammad a.s. stammt von dem Prophet Ismail a.s. Der Prophet Ibrahim a.s., nachdem man ihn ins Feuer geworfen hat, und subhanallah, wir sehen, wie Allah die rechtschaffenen Menschen, seine Lieblinge, prüft. Also Ibrahim a.s. hat eine harte Prüfung gehabt. Erstens, sein Vater hat ihn rausgeschmissen, als er seinen Vater zum Islam eingeladen hat. Sein Vater war ein Götzendiener, der hat die Statuen geformt. Er hat ihn rausgeschmissen. Danach, man hat Ibrahim a.s. ins Feuer geworfen. Er war einen Monat im Feuer. Und danach wurde er weitergeprüft von Allah. Er wurde geprüft, weil Allah ihn liebt. Und derjenige, der nicht geprüft wird, der soll Angst haben. Allah prüft die Menschen, oder Allah prüft die rechtschaffenen Menschen,
und seinen Diener mit einer harten Prüfung, um ihnen die Sünden zu tilgen, dass Allah ihre Sünden löscht dadurch, durch diese Prüfung, wenn sie standhaft sind, oder dass Allah für sie eine bestimmte Stufe im Paradies schon vorgeschrieben hat und sie können diese Stufe mit deren Gottesdienst nicht erreichen. Deshalb schickt ihnen Allah eine harte Prüfung. Wenn sie, ja, wenn sie diese Prüfung inshallah mit Allahs Erlaubnis meistern, dann haben sie die Stufe im Paradies, die Allah für sie vorgeschrieben hat. Ibrahim a.s. ist mit Hajar nach Saudi-Arabien ausgewandert. Und Ismail war sein einziger Sohn, sein einziges Kind. Und Ibrahim war ein alter Mensch, der war, Allahu alam, die Gelehrten sagen, 80 Jahre alt. Der ist mit Hajar nach Saudi-Arabien ausgewandert. Und dort in der Nähe von Kaaba hat er den Befehl von Allah bekommen, die Stadt Mekka zu verlassen. Und Ibrahim a.s., wie gesagt, war ein alter Mann. Und sein Sohn Ismail war ein Baby. Er hat seine Frau Hajar und Ismail a.s. in Mekka gelassen. Und bevor er seine Familie verlassen hat, er hat ihnen Wasser geholt und Datteln. Das ist alles, was da zu essen gab. Seine Frau hat ihn gefragt, warum willst du uns verlassen? Er hat nicht geantwortet. Er ging fort. Dann hat sie ihm nochmal gefragt. Er hat auch nicht geantwortet. Beim dritten Mal fragte sie, hat Allah dir das befohlen, uns zu verlassen? Er sagte ja. Dann sagte die rechtschaffene Frau, wenn Allah dir das befohlen hat, dann wird Allah uns nicht im Stich lassen. Vertraue, wir vertrauen auf Allah. Wenn Allah dir befohlen hat, uns zu verlassen, Allah wird uns nicht im Stich lassen. Und dann ist Ibrahim a.s. weiter gereist und Hajar hat nichts zum Essen gehabt und sie hat ein Baby gehabt. Dann ist sie hin und her gelaufen zwischen zwei kleinen Bergen. Und diese zwei kleinen Berge, das sind jetzt As-Safa wal Marwa in Saudi-Arabien, in Mekka, wo die Pilger diese Strecke siebenmal hin und her durchmarschieren. Das nennt sich As-Sa'i, zwischen Safa und Marwa. Das sind die zwei Berge. Und sie hat Allah Lob gepriesen und Allah darum gebeten, dass Allah sie versorgt. Dann kam ein Engel und hat mit seinem Flügel die Erde geschlagen und dann kam das Wasser von Samsam raus. Und das Wasser von Samsam enthält alle Substanzen zum Leben. Wenn man nur Wasser trinkt, man braucht kein Essen. Wenn man richtig Hunger hat, man braucht nur von diesem Wasser zu trinken. Das ist ein bisschen bitter. Aber enthält, sagen auch die Ärzte, enthält alle Substanzen zum Leben. Subhanallah. Das ist das Ergebnis auf das Vertrauen in Allah. Allah hat sie nicht im Stich gelassen. Und das, was wir Muslime jetzt in Hajj machen, dieses Safa und Marwa, das sind die Schritte, die Hajar a.s. hin und her gegangen ist und Allah Lob gepriesen hat und Allah darum gebeten hat, sie zu versorgen. Ja?